So, einen schönen guten Tag wieder. Ich hoffe, ihr habt alle ausgeschlafen. Wir wollen heute wieder gleich hineingehen in den zweiten Teil, zweiten Vortrag, zweiten Abend. Und da geht es heute um Erlösung und das, was vielleicht in dieser Welt eben nicht so toll ist. Und um das, was vielleicht aber eben dann vom Herrn her eben noch anders für uns gemacht wird. Bitten wir also den Herrn um seine Gegenwart durch die Lieder. Und heute wollen wir auch mal versuchen, mit der einen oder anderen noch freien Gebete zu formulieren, wie es uns geht, wofür wir danken wollen. Bitte? Jetzt kommen die beiden. Ach, oder eine, doch beide. Fangen wir trotzdem an, oder? Fangen wir an. Könnt, wenn ihr wollt, wieder aufstehen. Kennst du das alte Lied? Man singt es seit langer Zeit, singt es von Liebe, Freude und Leid und von der Ewigkeit. Menschen sind unterwegs, ach, wer nimmt sie an der Hand? Führt sie aus Angst und Einsamkeit in das gelobte Land. Oft steht die Welt in Brand und Blut fährt das Wasser hoch. Steht auf ein Kreuz in jedem Land, überall herrscht der Tod. Hass, der kein Ende nimmt und Völker, die sich entzweien. Von Nazareth, er lebte in Zuversicht, weil er der Liebe und dem Licht Kraft wiedergeben wollte. Er zeigte uns den Weg der Liebe und Menschlichkeit. Wollen wir diesen Weg nun gehen, selbstlos und höchst bereit. Zu lang war ich von dir fort, träumte von den Dingen der Welt. Ich verschmähte so oft dein Wort, wusste nie, was mir wirklich fehlt. Doch du hast mich niemals versetzt und auch in der Fremde beschützt. Hast ein Licht mir angesteckt, das mich nach der Umkehr einführt. Öffne mir neu dein Herz, eine
wir ganz hinein, wo wir eins sind, nicht mehr zerteilt. Deine Liebe unter uns weilt, wo wir offen sind für dein Tun und in deinem Frieden. Dafür zu preisen,
was er heute uns geschenkt hat, was er vielleicht in letzter Zeit euch geschenkt hat, an der Erkenntnis, aber vielleicht auch an schönen Momenten, ihn zu preisen für das, was er ist und für uns tut. Danke für diesen wunderschönen neuen Tag, diesen ersten wirklichen Herbsttag, der vom Licht durchflutet ist, aber doch schon Kühle bringt und der ja, wieder eine andere Zeit auch anläutet. Lob und Preis sei dir. Lob und Preis sei dir. Als ich gefahren bin, sondern so 30 Meter von mir. Lob und Preis. Danke, Herr, dass du unsere Wege führst, auch wenn wir es oft nicht verstehen können. Lob und Preis sei dir. Lob und Preis sei dir. Danke, Herr, hier für das wunderschöne Gelände mit dem schönen Pavillon. Lob und Preis sei dir. Lob und Preis sei dir. Ich danke dem Vater, dass ich gut schlafen durfte diese Nacht und dass ich früh aufstehen durfte und sich für dir hinsetzen durfte, Frieden und Ruhe an dir anzubieten. Alles andere, was ich heute getan habe, zu deinem Leben, das ist mir möglich. Lob und Preis sei dir. Danke, Herr, dass ein Bekannter von mir nach einem schweren Unfall endlich wieder ganz gesund ist, wieder Radfahren kann. Und dass andere Menschen, die ja in Deutschland sind, die in Israel waren, festgehalten sind. Danke, dass ich in diesen schwierigen Zeiten Gutes erfahren habe. Lob und Preis sei dir. Lob und Preis sei dir. Diese neue Kraft des Heiligen Geistes.
Verstehen und es uns weiterbringt auf dem Weg zu dir hin in dein Herz. Amen.